Egal wohin, du hast Ausblick auf Beton. Die wissen nix, aber reden davon. Ja, ja, und ich betreib meine Probleme mit Ott. Bis die Sonne aufgeht hinterm Block, ja, ja, weiß nicht. Du hast halt hier natürlich schon irgendwie andere Perspektiven, als wenn du jetzt in Dahlem in einem schicken Haus aufwächst, ohne jetzt zu sagen, dass da nicht scheiße sein kann. So, bin nirgendwo jetzt groß krass angekommen, so, aber schon stolz, dass man das irgendwie bis hier gebracht hat, von hier vor allem. Ja. Ich finde es immer wichtig, dass Leute von hier erzählen. Nie wieder Freunde hinter Gittern, Gespräche führen vor Wärtern. Wär't so schön gewesen, wie ein Elfer halten für Härte. Halt dir deine Träume vor Augen, echtes Leben ist schmerzhaft. Aber man hat sich dann in manchen Momenten schon zu weit gefühlt. Man dachte, ey, das klappt schon, weißt du, hast mal bei Profis mit trainiert. Und denkst dir, ja, okay, nächstes Jahr komme ich eh in die erste Herren, krieg meinen Profivertrag. So, und dann bam, 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 passieren ein paar Dinge und vorbei, aus die Maus. Hab auch oft mit Kumpels den Talk, dass sie sagen, ey, krass, du hast wirklich einen Weg gefunden, dein Ding zu machen, ohne dich zu tief in die Scheiße reinziehen zu lassen. Heutzutage, was viele Artists oder Künstler der nächsten Generation mitgeben, ist sehr weit weg von gesundem Mindset, ohne da jetzt irgendjemanden am Pranger zu stellen. Ich meine, ich bin auch nicht frei von Fehlern. Weil ich in mein Schädel kein mehr reinlass, sitz ich einsam am Rand der Einfahrt. 7 Gramm im Dreiblatt, ganzes Bett schweißnass. Niemand kann mir helfen, die würden nicht verstehen, wir leben nicht in selben Welten. Wir machen mal erst eine Single, wenn sie auf TikTok viral gegangen ist, Alter. Das ist das Mindset der Industrie, ey. So ein Dreck. Ich würde mir so gerne die Zeit nehmen und ein richtiges Konzeptalbum, bam, bam, bam. Aber es ist so wertlos gerade. Wenn du oben bist, dann siehst du die schönen Seiten vom Viertel so mäßig. Aber es fällt einem schwer zu sagen, von hier oben ist schön, weil dann wieder so denkst, boah, ich kann es auch nicht alles zu gut reden. Wir sind eine Freude. Mir auch, mein Lieber. So, wir sind in Grupiostadt. Erste wichtige Frage, wie ist es hier so? Oft hast du diese Frage schon beantwortet? So schlimm, es ist so furchtbar. Sehr oft habe ich die beantwortet. Nein, aber es ist toll, Alter. Ich hoffe, ihr kriegt einen kleinen Blick heute. Nee, aber mal ganz ernsthaft, wenn du trägst das ja schon ein bisschen auch vor dir her. Und das ist ja eine Mischung aus, bestimmt auch inklusive in der Künstlerehre, so stolz darauf sein und etwas vertreten und sagen, wo man herkommt, authentisch sein. Da werden wir heute in vielen Punkten drüber reden. Ja, ja. Hattest du, oder wann war so der Punkt, als dass es dich selber genervt hat, dass als das ich gemerkt habe, die Fragen häufen sich. Als ich gemerkt habe, boah, das ist irgendwie jetzt immer jedes Interview, ist das so die Intro-Frage oder so 40% des Interviewinhaltes, so wie ist es in Grupiostadt. Und die einzige Motivation dahinter war eigentlich nur so, alle haben immer von Neukölln gesprochen, Neukölln. Und Grupiostadt ist Südneukölln und für viele, die von Neukölln sprechen, zählt das nicht dazu mäßig, weißt du? Und es gab keinen von hier, der so, sag ich mal, die Fahne gut hochgehalten hat. Und dann für sind uns wir wieder im Rap-Ding. Das mäßig, ist dann geil, genau, hier die Fahne also im Boden ich wollte auf jeden Fall so, als ich angefangen habe, das auch ins Internet zu stellen und so, war mein Anspruch, okay, dann will ich auch für hier sprechen und ich will auch das offen kommunizieren und nicht sagen so Louvre 4-4, sondern nein, Mann, Louvre 4-7. Ich bin aus Gropius, ist Neukölln, aber das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre und auch ein anderer Schlag so, als jetzt in Neukölln Nord. So. Was ich ganz spannend dabei finde, und deswegen müssen wir ein bisschen spazieren gehen und auch mal angucken, weil natürlich treffen wir uns auch hier, weil es zu dir und deiner Identität gehört. Ja. Aber ich sehe so einen Ort dann ja auch immer mit 3-4 anderen Blicken. Denn also ich war in so vielen Städten durch Hip-Hop schon in so vielen Vierteln, wo ich an Hochhäusern hochgeguckt habe und gemerkt habe, ja, ist krass. So. Und ich verstehe schon, was das Ding ist. Das gibt es vielleicht in einer anderen Stadt auch. Es gibt irgendwas Individuelles, was es für dich besonders macht. Und es gibt aber was Allgemeines, was man an diesen Orten, finde ich, immer feststellt. Ja. Und das beschreibst du ja von vornherein, finde ich auch ziemlich gut. Du an der Stelle sagst, du möchtest hier nicht irgendwie der Advokat sein, der erklärt, wie man es hier besser machen muss. Das sollen andere Leute erklären. Das ist gar nicht meine Aufgabe, ja. Trotzdem bist du hier groß geworden und siehst das Viertel so. Was hat es denn mit dir gemacht, hier groß zu sein, dass du es am Ende so auf eine Fahne schreiben möchtest? Ich glaube, du hast einfach so, wie soll ich sagen, man so... Du, egal wo du aufwächst, du hast ja dann immer so ein gewisses Umfeld, ob das jetzt deine Freunde sind, irgendwie wie das Verhalten auf den Schulen ist oder was die Möglichkeiten im Viertel sind, was jetzt halt hier, lass uns mal hier reingehen drüben. Da gehen wir rein? Okay. Was so die Möglichkeiten im Viertel sind und du hast halt hier natürlich schon irgendwie andere Perspektiven, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, in Dahlem in einem schicken Haus aufwächst oder sowas, ohne jetzt zu sagen, dass da nicht scheiße sein kann, so weißt du, da jeder... In jeder Situation kann es andere Probleme geben, die auch alle belastend sein können. Und ich sage auch ganz oft so, jetzt nicht hier ist das schlimmste Viertel Deutschlands, auf gar keinen Fall. Es gibt überall, du kannst auch nach Göttingen fahren und da wird es eine ekelhafte Ecke geben, so, weißt du. Ja. Aber du hast halt dann trotzdem hier schon irgendwie ein anderes Surrounding als in gut oder besser betuchten Gegenden. So. Und
Ja, ich finde halt so Punkte wie Perspektive halt schon sehr entscheidend, weil nicht, dass du hier komplett perspektivlos bist. Ich habe auch irgendwie einen Weg gefunden, was für mich zu finden so. Ja. Aber das gehört schon ein bisschen was dazu, sich hier eine Perspektive zu kreieren irgendwie aus eigener Hand, was vielleicht woanders nicht so schwer ist oder in einem anderen Umfeld nicht so schwer ist so. In dem Moment, wo du das selber so für dich als einen deiner Claims programmiert hast, hast du Feedback bekommen von den Leuten, dass sie das... Ja, von meinen Leuten natürlich. Cool ja. fanden, ja? Ja, klar. Also das war ja auch so mit die Motivation dahinter, dass man so gesagt hat, ey, es gibt gerade noch keinen. Also zum Beispiel, es gab früher, liebe Grüße, es gab früher 107 Musik hier. So, das ist aber 20 Jahre her so. Die sind auch nicht mehr aktiv. Und wir haben das so früher gefeiert so. Das waren jetzt nicht so unbedingt die Heroes aus der Hood, aber man hat sich gefreut, dass jemand hier war, in der Siedlung, der Musik gemacht hat, auch für die Leute hier. Und man wollte dann so in unserer Generation, weil es halt einfach, wie ich gerade gesagt habe, niemanden gab, der halt so für hier so die Fahne hochgehalten hat, hat man sich gesagt, ey, wir machen das, ich mach das, weißt du? Und meine Freunde und mein Umfeld hat natürlich das auch gepusht und denen habe ich auch viel zu verdanken, dass ich irgendwie meine erste Hörerschaft generiert habe. Ja. Weil das natürlich auch immer sehr entscheidend ist, das sage ich auch ganz oft, dass wenn du irgendwie dich versuchst, auf die Karte zu bringen, so dein erstes Umfeld, das ist schon sehr ausschlaggebend dafür, wie viele Leute dir zuhören und wie doll du supported wirst. Und bei mir hat auf jeden Fall meine ganzen Jungs, mein ganzes Umfeld, ob das jetzt in so diese Fußball-Ecke noch mit zurückfällt oder Graffiti-Background, so, das hat mir sehr viel geholfen, am Anfang mir überhaupt Gehör zu verschaffen. Und deswegen, das war auf definitiv die Motivation, die Jungs haben das gefeiert. So. Du bist ja stolz darauf, ne? Ja, safe. Also vor allem stolz, wo man jetzt mittlerweile, also ich bin nirgendwo jetzt groß krass angekommen, so, aber schon stolz, dass man das irgendwie bis hier gebracht hat schon. Von hier vor allem. Und wenn du, ich finde ja schon auch eine relativ differenzierte Perspektive auf das Ganze hast, was du jetzt hier schon sagst, was ja dann auch, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, so. Merkst du, dass du auch in irgendeiner Art, so Vorbild ist immer so das beschissene Wort, aber es passt einfach trotzdem, so eine gewisse Vorbildfunktion verkörpern kannst für, ich meine, wir sind eben an zwei Schulklassen vorbeigelaufen, die alle hier leben, die den gleichen Punkt hatten, den du vor, was weiß ich, zehn Jahren hatte. Spürst du sowas, ohne dass es jetzt darum geht, dass Leute sagen, ey, du bist ein Vorbild, aber selber die Verantwortung dafür zu haben? Ja, also ich habe noch nicht den Draht zu der Generation, die jetzt gerade an uns vorbeigelaufen ist. So, ich bin schon 18 aufwärts, meine musikmäßig. Ja. Kann man ja heutzutage alles sehr schön einsehen bei Spotify Artists. Stimmt. Und so, weißt du? Also ich bin schon, sage ich mal, schon eher für die heranwachsenden Jugendlichen oder frühen Erwachsenen so der Ansprechpartner, aber ich merke das schon viel. Also auch jetzt, wenn du irgendwie DMs bekommst, ich versuche immer, mir viel durchzulesen, irgendwie ein paar Leuten zu antworten. Und da gibt es schon eine Menge Leute, die irgendwie sagen, ey, so, du sprichst irgendwie so meine Gedanken gerade aus und ich versuche mir viel bei dir abzugucken. Wo ich jetzt das nicht so krass, also ich will keins sein, weißt du, aber du kannst dich davon auch nicht lossprechen, nur weil du jetzt sagst, habe ich keinen Bock drauf. Und man fängt dann auch tatsächlich an, irgendwie ein bisschen darauf zu achten, was glorifiziere ich jetzt wie sehr noch, was man vielleicht am Anfang noch vollkommen anders gesehen hat. So. Ich finde halt, also boah, jetzt klinge ich wieder der grobwertige Mann, der ich bin, aber ich finde es halt so geil, wie, nehmen wir N.W.A. Straight Outta Compton, irgendwann in den 80er Jahren, auf einmal kennt die ganze Welt einen Stadtteil aus Los Angeles, den niemand vorher kannte und ist bis heute Kult, dorthin zu fahren und auch zu sagen, ich als Weißer, ich bin auch mal in Compton gewesen, ist ja richtig krass da und sowas. Es gehört ja so ein bisschen zu dieser Hip-Hop-Geschichte dazu, die man immer so ein kleines bisschen erzählt. Defi, das ist so ein bisschen die Schattenseite, die ich auch am Anfang nicht bedacht habe, ehrlich gesagt. Also das ist so auch so ein Knackpunkt, so, wo ich mir dann teilweise echt ein paar Mal gedacht habe, Trauer, hätte ich das nicht so offen ausgesprochen und vielleicht nicht jedem verraten, so wo wir sind und so. Dann auf der anderen Seite ist es ja... Es hat Vor- und Nachteile. Ne? Ich meine, du hältst zwar die Fahne hoch, aber dann kommen hier halt auch irgendwelche Leute her, die, weiß nicht, so Wahl-Berliner Rapper, so, die dann mal kurz für ein Video einen Blog brauchen und die stehen dann hier und du denkst dir so, Dicker, also, du kennst nicht mal den Hausmeister, so, weißt du, was ich meine? Und du kennst den Hausmeister. Ich kenne jeden Hausmeister hier wahrscheinlich. So. Ja, genau. Und dann fühl ich voll. Dann kommen wir aber auch in die nächste Ebene. Das ist ja schon auch Stufe 2 dieser so ein bisschen Glorifizierung von bestimmten Orten und Brennpunkten. Das ist dann, wenn der Film losgeht. Und wir werden heute bestimmt an ganz vielen Stellen darüber sprechen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch, dass ich schon einen entscheidenden Teil dazu beigetragen habe, dass man so Gropius jetzt auf der Karte hat, mäßig. Ja. Aber spätestens nach dem Film, ich meine, Felix hält das auch nicht hinterm Baum, wo er herkommt, so. Spätestens nach dem Film ist die Sache eh durch. Und dann
ich weiß nicht, solange keine Touribusse durchfahren und irgendwelche Filmspots erklären oder sowas. Soweit so hier habe ich in Deutschland noch nicht ganz. Aber du weißt, was ich meine. So, ich glaube, danach ist vorbei. So. Also ich glaube, jetzt der Film wird so Wellen schlagen, glaube ich, alleine durch die Reichweite von Felix, dass das dann schon deutschlandweit auf der Karte ist. So. Aber so, was wie war das denn für dich? Also was macht das mit dieser beschissenen Frageformulierung? Aber wie war das denn für dich, das mitzukriegen, Teil davon zu sein? Du musst es ja richtig durch Casting-Ebenen. Dann an etwas mitzuwirken, das eine Glorifizierung von dem macht. Das ist ja nun mal ehrlicherweise. Natürlich ist da auch eine Kritikebene, brauchen wir nicht darüber zu reden. Ja. Aber in erster Linie das macht, was du auch gemacht hast, was dich dann irgendwann genervt hat. Ja. Wie war das denn? Also guck mal, der größte Punkt, den ich mir eigentlich gedacht habe, ist, wenigstens darf ich daran mitarbeiten. Ja, stark. Weißt du, ja. Passieren tut das so oder so, als ob ich jetzt hier, weiß nicht, Felix schreibe, dreh mal woanders. Weißt du, Quatsch. So, schöne Grüße. Keiner hat mehr Anrecht als jemand anderes so mäßig. Ja. Ich finde es immer wichtig, dass Leute von hier erzählen. Ja. Ich finde es schwierig so, wenn Politiker jetzt nach Silvester herkommen, laufen 2 Tage durchs Viertel, gehen in 3 Jugendclubs und halten dann eine Pressekonferenz, wie es hier ist und was man besser machen muss so. Ja. Das ist Quatsch so, und ich glaube, am besten von hier können Leute berichten, die auch hier sind und hier waren. Und deswegen bin ich froh, dass ich daran mitarbeiten konnte, meinen Senf dazugeben konnte. Ich habe auf vielen Ebenen versucht, daran mitzuarbeiten und meine Hilfe zur Verfügung gestellt. So. Zum Beispiel auf das Dach, wo wir jetzt hingehen. Ich bin mit der Kamerafrau, habe ich mich 2x getroffen. Wir sind Location Scouting gegangen für den Film, habe ihr ein paar Sachen gezeigt. Die haben so Ausschnitte aus den Musikvideos. Ey, voll, und ich habe mich da auch sehr geehrt gefühlt, weil wir haben uns getroffen und sie haben erstmal so eine Mappe gezeigt, mäßig so mit fast all meinen Musikvideospots, immer so, wo ist das? Ich sage, ja, sorry, das ist in Warschau, aber das und das und das ist hier im Block so. Und dann klappert man halt so die Spots ab und wie gesagt, das Dach, wo wir jetzt hingehen, ist auch ein tragender Spot in dem Film. Und freut man sich schon, so meine Jungs auch, also die haben den Film alle noch nicht gesehen, aber die sehen ihn heute Abend. Du hast ihn selber noch nicht gesehen? Doch, ich habe den Film schon gesehen. Ich habe den auch durch den Videoschnitt und so, ich habe den in mehreren Fassungen gesehen und jetzt bei der Berlinale dann den Finalen so. Aber so, die freuen sich auch, dass da Spots drin sind, so, wo wir 10 Jahre lang uns auf dem Dach oben im Sommer hingechillt haben und weiß nicht, deswegen 1-2 Sportzigaretten... Deswegen habe ich aber auch im Vorgespräch sprechen wir darüber und dann sagst du, welche Frage du auf gar keinen Fall haben willst. Ich steige genau mit der Frage ein, weil ich ja natürlich das ein bisschen triggern möchte. Und ich, Mann, ich finde das ehrlicherweise in Rap ein total wichtiges Element, weil ich, selbst ich, über die Jahre immer wieder Viertel, Straßen, Orte durch die Glorifizierung von Künstlern so wahrgenommen habe, wie sie das gesehen haben, und damit waren es irgendwie coole Sachen. Ich fahre jetzt noch nach New York und kriege irgendwie mit, an irgendeiner Hausecke wird jetzt der, keine Ahnung, was war jetzt vor kurzem, Biggie Smalls Platz eröffnet. Und ich denke, selbst ich gehe dann, krass, und dann fahre ich da eine Stunde hin und dann ist das so ein scheiß Kreuzung, wo ein Schild steht. Ich hatte den gleichen Moment. Ich bin an diese Ecke gefahren, ich war so 2 Tage, weil ich bin in die Karibik geflogen und ich war 2 Tage in New York wegen Umsteigen. Und mein Hauptziel war einfach an die Ecke, wo Biggie gefreestylt hat. Und dann stehst du da und denkst so, boah, ist eigentlich auch einfach nur ein Corner. So. Da ist jetzt zwar so sein Mural an der Wand, so habe ich trotzdem genossen und gefeiert, da zu sein. So. Aber man stellt sich das dann doch dann größer vor, als es am Ende ist. Ja. Was aber wichtig an der ganzen Sache ist, und das finde ich, darf man bei Rap immer nicht unterschätzen, und deswegen ist der Job, den du im Zweifel für dich in klein gemacht hast, ja nicht unwichtig, weil du gibst... Und ich finde dazu ist Hip-Hop so ein geiles Gesamtvehikel. Ich komme gleich nachher noch zu einem anderen Thema, wo ich war damit, was mich auch sehr geprägt hat. Ja, aber das, du gibst Leuten, die kein Gesicht haben und die keine Stimme haben, irgendwie eine Stimme durch dich. Mhm. In welcher Form du das auch immer machst. Mhm. Und das führt dann dazu, dass du auf einmal, wenn du es laut genug machst oder gut genug machst, dann mit Leuten in Verbindung kommst, die dann das erste Mal zuhören. Und du darfst dich jetzt Ehrenbürger von Berlin nennen. Ja. Das heißt vielleicht. Auch komisch gewesen. Erzähl ich bitte gleich mal ganz kurz, wie das war. Aber das kann noch am Ende dazu führen, dass die Art und Weise, wie du über das Viertel redest, dazu sorgt, dass auf der anderen Seite zumindest das erste Mal jemand zuhört. Ey, definitiv. Also ich krieg auch viele Nachrichten mit so, ey, geiler Song, berührt mich. Ich bin nicht aus diesem sozialen Umfeld. Aber es hilft mir auf jeden Fall, einen Blick darauf dafür zu gewinnen und mir ein Bild zu machen. Und ich finde es sehr wichtig. Und war auch bei einer Frau Giffey ein Thema, so mäßig, weißt du? Also, dann geht's doch los. So. Ja, also absolut. Ich glaube nicht, dass sie jetzt hier genug im Block war, um jetzt hier groß reden drüber schwingen zu können, aber sie stellt sich zumindest hin und versucht, dieses Projekt zu supporten. Also sie hat auch schon vor Jahren das Buch supportet von Felix.
und versucht irgendwie uns zu helfen, darauf aufmerksam zu machen, weil am Ende des Tages ist sie ja auch nicht die allein Verantwortliche für Berlin, die jetzt hier irgendwie Sachen verändern muss oder alle, also weißt du so, das ist ja immer eine gemeinschaftliche Entscheidung dort, ja, im Rathaus und Ein Film und drei Leute sorgen nicht dafür, dass hier Spielplätze mehr gebaut werden. Genau, aber sie hat zumindest gestern, ich glaube, 90 Millionen locker gemacht für Jugendarbeit, so, weißt du? Und das so, das war so ein Gipfel, der vor unserem Empfang stattgefunden hat. So. Und das, dann denkt man sich schon, das ist cool, weil ich glaube, wir helfen auf jeden Fall darauf aufmerksam zu machen, dass das halt nötig ist. Weißt du, wir machen in der Politik für so viel unnötige Scheiße Millionen und Milliarden locker und streichen aber Thema Jugendsektor oder sowas jedes Jahr neues Geld so. Und am Ende heißt es, warum drehen die hier an Silvester durch, was übrigens absolut ein mediales Thema ist, weil so ist seit 20 Jahren an Silvester hier mäßig. Es wird halt seit dieses Jahr schlimm aufgebauscht, aber ach, das war auch hier. Ist Aktion, Reaktion. Ja, so das eine Aktion, die groß in den Medien war hier in der Nähe. Aber müssen wir jetzt auch gar nicht groß thematisieren. Nee, ist okay. Ist ein ganz Neukölln-Thema oder ein ganz Berlin-Thema eigentlich. Und ist aber auch im Prinzip nicht so besonders jetzt gewesen, wie die das alle dargestellt haben. Aber das Geschrei ist auf einmal voll groß. Jetzt durch diese Neuwahlen und sowas haben das viele Politiker versucht, zu ihrem Thema zu machen. Und dann ist es rumzureiten. Ja, und dann ist es ja ehrlicherweise gut, wenn du, du musst auch nicht immer zu groß machen und alles auf deinen Schultern. Nein, da gibt es einen Film und da gibt es Felix und so. Aber du deinen Teil, wo, und was das auch immer war, dazu beiträgst, dass man hier hinhört, dass man hier hinguckt, dass Leute dir zuhören und du ja offensichtlich auch über Musik hinaus artikulieren kannst, warum es dir hier geht und was vielleicht die Botschaft ist. Voll. Und was wir gehen zufällig gerade an einem Sportplatz vorbei, was ja so ein zweites oder fast immer das einzige Auswegsziel ist, das man normalerweise hat, wenn man auf so eine Ecke kommt, ist ja entweder die Chance auf eine Ausbildung irgendwo zu bekommen, irgendwas. Daran scheiterst du vielleicht, weil du dann mit dem System nicht klarkommst. Oder halt der Sport. Und es tut mir leid, aber ich muss mit dir über Fußball reden. Ja, sehr gerne. Steigt Hertha ab? Eieiei. Guck mal, wenn du mich fragst, natürlich nicht. Ja. Ich glaube fest dran, wir das noch hinbekommen. Hast du Angst davor? Natürlich habe ich Angst. Ich habe seit 3 Jahren Angst. Ich sage, seit 3 Jahren, wenn wir absteigen, hacke ich mir Hertha vorne. Und ich komme seit 3 Jahren vor dem Tag noch davon, so mäßig. Und ich habe sehr große Angst, dass dieses Jahr so weit sein wird. Aber Es wird nicht leicht, aber guck mal, wer wirklich Hertha verfolgt, ich weiß, wir sind nicht die sympathischste Mannschaft der Bundesliga. Soll jeder denken, was er möchte. So, jeder hat seinen Lieblingsverein. Bei mir ist halt Hertha. Und wer Hertha in diesem Jahr verfolgt, so, wir hatten jetzt über den Winter eine schwierige Phase, so die ersten Spiele im neuen Jahr, da hat man schon kurz mal einen Schock bekommen und dachte, oh mein Gott, jetzt können wir wirklich Woche für Woche zugucken, wie es schlimmer wird. Aber wer die Mannschaft verfolgt, wer den Kampfgeist verfolgt, wer schaut, wie die spielen heute, ist das schon eine deutliche Veränderung zu den letzten 2, 3, 4 Jahren. So, wo so viel eigentlich nur so vor sich hingedümpelt wurde und wir einfach das Glück hatten, dass andere schlechter waren. Und dieses Jahr ist auch viel Unglück bei so. Wir stehen nicht zu Unrecht da unten, aber wir hatten auch viele Spiele, wo du dann irgendwie 2-2 gegen Leverkusen überlege ich. So, wir waren auf jeden Fall, wir haben gut mitgespielt, weißt du so. Und am Ende spielst du da unglücklich unentschieden. Wir haben, glaube ich, in der Hinrunde 8 Unentschieden gespielt oder sowas. Und das sind natürlich alles am Ende keine Punkte, weißt du? Ey, weißt du, was ich an deinen Ausführungen mag? Das sind so 2, 3 Dinge, die ich mag. Das erste ist, du sprichst von dir. Ja. Das zweite ist, ich habe so ein bisschen auch, ich bin ja so einigen Fußballformaten unterwegs, auch dort so ein bisschen leicht, vielleicht auch mit dem Augenzwinkern die Hertha-DNA gesucht. Was ist eigentlich das, wofür Hertha steht? Hab natürlich von außen immer dieses Bild von einem Chaos-Club, der bla. Alles, was man weiß darüber und lest ein bisschen, wenn ihr keine Ahnung habt, dann könnt ihr euch totlachen über das, was bei Hertha eigentlich passiert. Ja. Lernt dann immer wieder Leute kennen, die mir dann das Bild, das ich von Berlin habe, eigentlich aber auch in Hertha widerspiegeln. Und ich mir denke, ey, eigentlich müsste man noch, könnte man noch viel geiler machen. Und dann kommt der Sohn, der Sohn mit ihrer Doku und der alten Generation. Und ich denke, es gibt eine neue Generation. Ja. So, also eigentlich ist... Guck mal, ein großer Punkt ist auch Hertha schon immer so. Also wer wirklich Hertha verfolgt, wir waren schon immer Schmodder mit Finanzen. Schon immer, seit wir Plumpe verkauft haben. So, also wer das nicht weiß, allererste Hertha-Stadion, das richtige Hertha-Stadion. Ja. So, seit dieses Stadion verkauft wurde, geht das Hertha hoch, runter, links, rechts. Wir haben Oberliga zwischenzeitlich gespielt. So, das sind natürlich so alles Zeiten, habe ich schon mal gelebt, so mäßig. Ja. Aber so, das geht schon immer Chaos-Club, schon immer. Und jetzt gerade so, wir wurden halt mies gefickt durch diese Investorensache. Ja. So, da haben sich halt einfach 2, 3 handelnde Personen
nicht genug bei gedacht und haben den Verein nochmal richtig böse in die Krise gestürzt. Und jetzt versucht man halt irgendwie so mit der Ist-Situation zu leben und wieder den Verein neu zu formen und neu zu denken und vor allem auch auf Berliner und wie jetzt so schön gesagt wird, auf Hertha-DNA irgendwie umzuprägen und wieder ein bisschen mehr ID reinzubekommen, weißt aber, du? Aber du persönlich hättest ja neben Rubio statt, was du auf deine Karte geschrieben hast, ja auch Hertha was dazu beitragen können, dass die besser dastehen. Warum bist du kein Profi geworden bei Hertha BSC? Guck mal, ich bin so realistisch, ich schieb's nicht auf eine Knieverletzung. Ja? Das hat einfach nicht gereicht, ja? Ganz einfach. Ich habe sehr hoch Fußball gespielt, ich habe A-Jugend-Bundesliga gezockt, B-Jugend-Bundesliga, aber nicht für Hertha. Und ne? Genau, für Hertha Zehlendorf und dann bin ich noch weggewechselt. Wohin? Das ist scheiß drauf. Will ich nicht. Ich habe keinen Bock auf A, will ich nicht die Vereine supporten und B, will ich nicht, dass Leute auf mein Transfermarktprofil gehen. Da waren wir nämlich. Nee, weil bisher komme ich mit meinem bürgerlichen Namen ganz gut undercover durch die Gegend. Ja, und deswegen, das ist so ein Ding, da würde ich mich selber direkt ertappen. Aber du hast ja den Ansatz gehabt, du bist quasi bis genau, in eine Stufe gekommen, genau, wo Fußball, ich formuliere es jetzt mal so, weil wir hier noch ein bisschen, Fußball ein Ausweg hier raus sein kann. Ja, Defi. Und warum? Bei mir ging es richtig los, als ich zurückgekommen bin. Ja? So, davor war eigentlich bei mir noch alles chill so, aber als ich zurückgekommen bin, ich habe 2 Jahre auf dem Vereinsinternat bei 2 verschiedenen Vereinen gelebt. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich gefühlt alles nachgeholt, was ich in diesen 2 Jahren, und jeder weiß so, 16, 17, 18, das ist schon eine sehr wilde Zeit. Ja. Und Fußball, wenn du Fußball auf höherklassigem Niveau spielst, frisst das viel Zeit, du wirst viel abgeschirmt von vielem Zeug. So, ich war ab und zu dann immer zu Hause an den Wochenenden, dann kriegst du halt ein bisschen was mit, was bei Freunden geht, dies, das. Oder was auch vorher schon ging, ich war vorher auch kein unbeschriebenes Blatt. Und danach ging das, als ich zurückgekommen bin, ging alles los. So, weil da habe ich auch abgeschrieben, Fußball, weißt du. Und dann war so, okay, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? So. Und dann hier und wieder? Dann, dann, ich habe eine Zeit lang Nordneukölln gewohnt, Richardstraße, in der S-Bahnhof Neukölln. Und dann wieder hier. Aber das, relativ schnell. Das klingt ja auch schon, und jetzt mal komplett ins Privatleben, voll so eine richtige Sackgasse eigentlich auch, oder? Ja, also emotional hat das schon eine Menge mit einem gemacht, definitiv. So, weil ich auch nie so einen Plan hatte, was ich überhaupt machen will, abseits von Fußball. So. Aber der Traum, Fußballprofi und Millionär, der war auf jeden Fall recht, hat sich relativ nah angefühlt, ne? Ja, das ist aber auch so ein Problem. Also gerade bei mir, ich glaube, es hätte sich hätte jemand noch stärker klar machen müssen, was Shoutouts an meinen Dad, was er versucht hat so. Aber man hat sich dann in manchen Momenten schon zu weit gefühlt. Man dachte, ey, das klappt schon, weißt du, hast mal bei Profis mit trainiert. Oder mal ein Testspiel mitgefahren oder sowas und denkst dir, ja, okay, nächstes Jahr komme ich eh in die erste Herren, krieg meinen Profivertrag. Ja. So und dann bam, 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 passieren ein paar Dinge und vorbei, aus die Maus. Und kommst nach Berlin. Ich habe dann hier noch versucht, im Umland bei einem Verein irgendwie Fuß zu fassen. Hat dann nicht so geklappt, da habe ich ein bisschen Oberliga rumgedümpelt und dann hat mich eigentlich der Block weg vom Fußballplatz geholt, ehrlich gesagt. Ja. So, weißt du, dann waren die paar Euro, die du in der Oberliga verdienst, auch nicht mehr so interessant. Wo ist da der Wendepunkt auch in Richtung Musik? Zeitlich. Passiert das deswegen? Weil das, also so wie du es beschreibst, muss man ja, und du sprichst nicht gerne, ich finde das ehrlicherweise immer voll legitim, nicht keine Glorifizierung von was du gemacht hast oder wen du warst oder was da passiert ist. Ja. Ob es natürlich schon mal interessant zu wissen wäre, zumindest wo dieser Wendepunkt war. Weil da kann ja sein, dass du, also entweder du hast dich mal zu Hause hingesetzt, hast Sportzigarette geraucht und hast gedacht, nee, Sieger, du kannst nicht weitergehen, ich muss was machen. Oder du hast einfach gesehen, wie dein Kollege für 10 Jahre in den Knast gegangen ist und hast gemerkt, okay, ich möchte nicht sein Nachbar werden. Das war eigentlich alles Zufall. So, ich habe schon früh, ich glaube so mit 12, 13, lass spätestens 14 gewesen sein, angefangen wirklich ernsthaft irgendwie so Texte zu schreiben. Ja. Das ist einfach für mich so, damals gab es noch Rappers In, konntest so Beats runterladen, einfach so ein bisschen Texte geschrieben, Texte verbummelt, Texte geschrieben, Texte verbummelt. So einfach, es war so weit weg, Musik zu machen, dass man es auch gar nicht versucht hat, irgendjemanden zu finden. Weißt du, ich kannte keinen, ich hatte keinen, der irgendwie Mucke gemacht hat im Umfeld. Ich habe, glaube ich, mit 15 oder so, oder vielleicht war es auch so mit 14, mal bei einem von der Nachbarklasse, der gerappt hat, mal bei ihm was so aufgenommen, aus Spaß so, und dann wieder jahrelang nicht so. Und dann war halt auch immer Fußball so, was mich mehr oder weniger halt abgelenkt hat. Und wie gesagt, für mich war das gar kein Ding der Möglichkeit, überhaupt Mucke machen zu können. Und dann kam es so durch Zufall. Ich bin dann halt wieder nach der Fußballzeit nach Berlin gekommen. Dann hatte ich halt einen Kumpel, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, so,
Ja, da muss ich auch immer ein bisschen aufpassen. Muss ich auch sagen, ich möchte, wir sprechen das erste Mal so offen vor Kamera über. Deswegen will ich ein bisschen biografisch arbeiten. Falls ihr es schon gelesen und gehört habt, seht es mir nach. Für mich ist es gerade spannend für den Kontext. Ja, ja, alles gut. Nur dann hatten wir einen Kumpel im Freundeskreis, der hat in einem Jugendclub gearbeitet. Die hatten so ein, wirklich so noch mit Eierschein an der Wand, so ein Studio. Also jetzt gar nicht, nichts Krasses so, ein alter Rechner. Und halt ein Junge, der halt da quasi sein Taschengeld verdient hat vom Träger aus. Lass uns hier rechts gehen, vom Träger aus, und der da im Studio gesessen hat und eigentlich Leute aufnehmen sollte, aber keiner von den Jugendlichen ist da hingegangen und aufgenommen. So, weißt? Und wir waren eigentlich schon, ich glaube, wir waren schon so 18, 19 und dachten uns, okay, scheiß drauf. Weißt du, mein Bro meinte, ey, geh doch mal dahin, nimm was auf, so, du kannst doch hier schreiben und so. Und da hat man halt aus Spaß wirklich 10, 15 Lieder gemacht, einfach aus Jux, so ein bisschen rumschicken mit Handy unter Kumpels, unter vielleicht 50, 60 Jungs. Das so ein bisschen mal kreisen lassen und so Feedback bekommen. Und dann war halt schon der große Tenor, ey, Dicker, das ist geil, so, mach mal weiter, so, weißt du? Und dann, wie du schon sagst, denkt man sich, okay, warum nicht? Scheiß drauf, hat man so ein bisschen die ersten 2-3 Euro in die Hand genommen und geguckt, ey, wer kennt denn wen? Dann bin ich, Deutsche Pop ist so eine Musikschule hier in Berlin. Und da hat dann so ein Kumpel vom Kumpel vom Kumpel hat da sein Studium gemacht. Und der hat uns dann, oder hat mir dann halt geholfen, die erste EP aufzunehmen, die auf Soundcloud ist. Ja. Da hatte ich auch an den Beats noch keine Rechte, das waren einfach runtergeladene YouTube-Beats, so, also noch nicht mal über Beatstars gekauft oder so. Und einfach gemacht, aufgenommen, Soundcloud gestellt, ich glaube damals ein Musikvideo gedreht. Und aber siehst ihn doch früh, alles gut. Also gucken 20 Jahre zu, wie er läuft, und laufen dann in den Rücken rein. Ja, das ist völlig Banane, ja. Und ja, so kam dann halt eins zum anderen. Und dann bei dieser Louvre-EP war dann so der erste Knackpunkt, dass man dachte, okay, und dann das war ja dann noch im Internet. Und dann hat man gemerkt, okay, da kommen Leute drauf zurück, die kanntest du nicht. So, die sind einfach von außerhalb so mäßig. Und hat dich das gerettet? Vor, heute, ja. Vor irgendwas, was du sonst hättest? Definitiv. Ja, definitiv. Es ist so eine herrlich, herrlich romantische Geschichte. Aber definitiv. Du, ich habe wirklich, das ist nicht nur einer so, die irgendwie zum zweiten Mal mehrjährlich absitzen. So. Ja. Und habe auch oft mit Kumpels den Talk, dass sie sagen, ey krass, du hast wirklich einen Weg gefunden, dein Ding zu machen, ohne dich zu tief in die Scheiße reinziehen zu lassen mäßig. Ey, weißt du, was und das ist schon ein Segen auch. So. Ja, sorry, ne? Aber weißt du, was mich damals interessiert? Ja. Wenn du in der Jugend Fußball leistungsbezogen gespielt hast und dann offensichtlich ja auch aus dem Elternhaus dahin geschoben wirst, dann lernst du ja bestimmte Dinge. Mhm. Abgesehen davon, dass du einen Hackentrick kannst. Schau Torwart, ich kann nicht so viele Hackentricks. Stimmt, du warst aber ein, zwei kann ich. Aber gut in den Winkel fliegen kannst oder selber halten kannst. Disziplin, Durchsetzungsvermögen, Organisation. Das ist natürlich ein bisschen damit, dass andere Leute für dich organisieren, aber auf jeden Fall Struktur. Ja. Das ist etwas, was in der Musikindustrie und in der Rap-Szene schon von Vorteil sein kann. Hast du das gemerkt? Jetzt erst. Ja? Gerade über das letzte Jahr, weil so viele das so zum Thema gebracht haben, das mit den zwei Alben in einem Jahr mäßig. Ja. Und ich muss sagen, was ausschlaggebend dafür war, dass ich das in der Fußballzeit noch nicht so gepeilt habe. Weißt du, ich glaube, es hätte tatsächlich für mehr reichen können, wenn es mir bewusster gewesen wäre, was man da für eine Chance hat. Und ey, ich finde, es gibt ja in beiden Welten die Beweise dafür, dass du auch mit weniger Talent unheimlich erfolgreich Fußball spielen kannst und dass du auch mit weniger Talent unheimlich erfolgreich Musik machen kannst, wenn du nur diszipliniert und organisiert bist. Ja, Defi. Und das, wie gesagt, heutzutage ist mir das ein Vorteil, weil mir halt bewusst ist, umso mehr du reingibst, umso mehr kannst du erwarten. Ja. Ich bin eh jemand, der jetzt nicht irgendwie von links und rechts mit 8 Armen hochgehoben wird, weißt du, ich würde behaupten, ich habe mir das meiste wirklich selber erarbeitet, was jetzt gerade irgendwie so da ist, alles wirklich eigene Schaffenskraft, ohne irgendwie jetzt hochgefeatured worden zu sein oder sowas. Ja, auch Musiktheater, da kommen wir nochmal drauf, genau, wie du den musikalischen Weg, den du gehst, der ist ja jetzt auch nicht dafür bereitet, dass du jetzt... Mäßig, ich bin kein Kickstart, so ab in die Charts mäßig. Und das hilft mir da schon bei, also vor allem dieses Bewusstsein, so ey, du musst... Wie sagt man so schön, you snooze, you lose. Ja. So, weißt du, wer verpennt, Digga, der kann nichts erwarten. Und es gibt viele Jungs, ey, auch, ich nenne jetzt keine Namen, weil die es mir sonst übel nehmen, aber so, ich habe auch Jungs, die sind so krass talentiert und die könnten so viel aus sich machen, aber die pennen. Die pennen. Wacht auf, Alter, krieg den Arsch hoch. Nein, und dann so, weißt du, du kannst nichts. Ihr wisst, wer gemeint ist. Die Jungs wissen und das.
Du kannst halt nicht dastehen, irgendwie deine 2-3 Songs im Jahr machen, Dicker, und dann auf Insta gehen und schreiben, wir schlafen nicht. So, Bro, du schläfst. Ja. Weißt du, das ist heutzutage, du musst machen. Und es muss ja nicht jeder Song der nächste Hit sein. Aber es ist halt voll wichtig, dass die Leute einfach mitbekommen, du bist da und du bist aktiv. Gerade jetzt zur Zeit halt. So sehr wie noch nie, habe ich das Gefühl. Wann kam Graffiti in dein Leben? 12, glaube ich. Aktiv? Ja, ich glaube 12, 13 habe ich mein erstes Bild gesprüht, ja. Was? Ob ich dann auch keinen Namen, ich war auf jeden Fall ältere übermalt, so. Vollkommen unwissend. Wurde ich auf jeden Fall ein paar Wochen gejagt, aber dann wurde es mir verziehen, ja. Warum? Was hat dich daran fasziniert? Ich glaube auch dieses Subkultur-Ding und dieses, du hast selber in der Hand, was du bist und wie viel du machst und wie schnell Leute auf dich aufmerksam werden und so. Eigentlich so dieses aus eigener Kreativität und aus eigener Schaffenskraft irgendwie sich was aufbauen zu können. Ja, so. Ja. Und sehr entscheidend war, ich hatte beim Fußball Mannschaftskameraden, das war so damals so wie mein bester Freund mäßig. Und sein großer Bruder war ein sehr aktiver Sprüher in Berlin, so aus der Kreuzberg-Ecke. Und der war dann mal irgendwie so 2 Jahre weg oder sowas. Damals meinten die noch Schwedenurlaub. Irgendwann hast du kapiert, wo er halt wirklich war. So. Und sein ganzer Stuff lag halt in der Bude. Und zwar war eine alleinerziehende Mom, die hatte 7 Kinder. Die hat leider Gottes nicht viel unter Kontrolle gehabt, weißt du. Und dann haben wir halt da abgehangen, haben seine Stifte gefunden, so angefangen, seine Stifte leer zu malen. Dann mein Bro wusste, ey, der und der Laden, hat er immer seinen Stuff geholt. Ich komm, ich bring dich da hin. Dann stand ich halt irgendwie mit 12 bei Overkill. Damals war Overkill, das waren noch 2 Läden. Da gab es links den Schuhladen und rechts den Dosenladen, so. Und ja, dann so ersten Marker gekauft, ersten Dosen geholt, dann war Winter, so 18 Uhr schon dunkel, okay, ich muss nicht keine Ausrede erfinden, dass ich rausgehen kann, jetzt nachtsmäßig, sondern halt einfach irgendwie so Spots gefunden, wo du halt dann schon aktiv werden kannst, so. Dann ging das irgendwie relativ schnell auch los. Ja. Wie illegal war diese Zeit für dich und wie viel war der Nervenkitzel der Grund dafür? Wie meinst du das mit wie illegal? Also hast du nur illegal gemacht oder hast ja, das war schon, also es war schon, ich habe natürlich, bin ich auch an die Hall mal gegangen, Priesterweg gefahren oder so und eine Hall gesprüht, aber für mich hat, also mich hat Hall-Sprüh noch nie so wirklich gecatcht. So auch wenn Jungs sind, ich bin dann lieber da und werf Fleisch auf den Grill und chill einfach mit den Jungs und guck zu, was meine Bros machen. Für mich war immer Bomben und so, irgendwann halt auch das Zug-Game, so das, was mich mies gekriegt hat, so. Heute bin ich natürlich nur der rappende Part meiner Crew, so. Ich zeige euch nur, was die Jungs gemacht haben. Aber so, das hat mich damals auf jeden Fall schon hart gecatcht. Das Ganze ist ja für mich und natürlich mit Backsman-Background immer auch total wichtig, ja, darin zu sehen und zu erkennen, dass da du ja offensichtlich auch ein Verständnis für Gesamtkultur hast. Und ja, ich finde, voll. Wenn man dir zuhört, merkt man das auch in ganz vielen Punkten. Wann hast du denn das Ganze für dich als Kultur wahrgenommen? Also das ist nun, ich rede jetzt nicht unbedingt von klassischen Elementen, aber schon von... Dass so alles mit einhergeht, so. Ja, genau. Und dass du da auch irgendwie eine Gleichgesinnte findest in einer Welt, die ziemlich grau und trist ist. Ich hab sehr früh, ich droppe das jetzt einfach, über Overkill jemanden kennengelernt. So wie gesagt, ich war da vielleicht 13 oder so und der hat dort gearbeitet. Und der hat sehr früh gemerkt, so, ich bin voll hungrig und wissbegierig und sowas. Und natürlich, ich glaube, er war damals auch 19, 20 oder sowas und konnte jetzt nicht unbedingt mit einem 13-Jährigen abhängen. So. Aber ja, ich bin halt immer jeden Samstag einfach in den Laden gefahren, auch wenn ich gar nichts kaufen wollte. Und wollte mit ihm reden und so ausquetschen und boah, und mal mir mal bitte hier kurz einen Sketch vor und ich will das nachmalen und so bla bla bla. Und derjenige hat mich dann später, Jahre später wirklich, also man hat halt den Kontakt nie verloren, dann halt unter die Fittiche genommen und halt mir auch sehr viel beigebracht. Und in so Momenten wie damals gab es noch Graffiti-Box-Jam, falls du das kennst. Ja, klar. Und da war ja wirklich dann Rap und also so ein Sprüher-Contest und Breaken. Richtig, und also das war richtig klassisch. Breaken hat mich zum Beispiel nie abgeholt, aber ich habe es voll wahrgenommen, weißt du. Also dann gab es immer so die Ecken, bla, bla, bla. Und da hast du halt natürlich dann schon gepeilt, okay, das ist eine komplette Culture dahinter, so. Ich war definitiv für mich Sprüher, so. Ich war in dem Moment, war ich kein Rapper, ich war kein Breaker, so. Ich war Sprüher, so. Und bin darüber dazu gekommen und habe dann halt einfach durch, mehr oder weniger, wie ich es gerade erklärt habe, durch Zufall den Weg zu Rap gefunden und gemerkt, okay, da kannst du halt wirklich was machen, so. Und dann hat sich das so ein bisschen abgelöst. Ja, U7 Freestyle, ich bin wieder mies, high, ob's wollen, Ausweis, doch ich hab'n Weed. Ich finde, bei dir
eine Sache total wichtig und total interessant. Und das ist dieser Hip-Hop-Gedanke. Denn du hast immer mal wieder auch so, bis zur Begrifflichkeit Each One Teach One, was dir theoretisch wichtig ist offensichtlich. Wir sind bei Vorbildfunktion, das gehört ja alles ein kleines bisschen zusammen. Wir gehen dann hier runter. Darunter gehen wir. Wie wichtig ist es dir, das, was Hip-Hop-Kultur im Ganzen dir gegeben hat, den Leuten weiterzugeben? Oh, das ist schwer zu bemessen. Ich glaube, unterschwellig schon eine Menge. So, weil ich auch glaube, das Gefühl zu haben, irgendwie, dass das viele missen lassen gerade, dass ich das so auch sehr weit. Boah, ich bin gar nicht, eigentlich, das klingt auch voll komisch, ich bin gar nicht so dieser Fünf-Elemente-Typ so mäßig. So, das muss jetzt alles bla bla bla. Das ist, und, ne? Das ist mir aber auch mal total wichtig zu sagen, darum geht es auch mal. Genau, aber ich habe halt sehr viel von der Kultur bekommen, ja. So, was mein Aufwachsen angeht und was Mindset angeht. Und ich glaube, heutzutage, was viele Artists oder Künstler den der nächsten Generation mitgeben, ist sehr weit weg von gesundem Mindset. Ja. Weißt du, ohne da jetzt irgendjemanden am Pranger zu stellen. So, ich meine, ich bin auch nicht frei von Fehlern. So. Aber deswegen versuche ich schon, das halt irgendwie in der Musik auch so zu verpacken, dass man den Kids noch was mitgibt oder den Hörern was mitgibt. Ey, ich glaube auch, jemand, der älter ist als ich, kann noch was von mir lernen, so wie ich was von Jüngeren lernen kann. Weißt du, ich finde, man sollte immer, hatte ich gestern das Thema mit einem Kumpel, so, man sollte sich nie verschließen vor Meinungen und vor Gedanken anderer, so, egal wie alt, ob es jetzt Shorties sind, so, die dir vielleicht einen neuen Blickwinkel geben, so, weil ich meine, es gibt ja auch schon wieder ein, zwei neue Generationen nach uns, die hier halt wild unterwegs sind, so, und da sind wir vielleicht auch nicht mehr so nah dran, um uns da 100% reinzudenken, so, weil sich auch alles verändert, so, wir wachsen alle unter anderen Umständen auf, was alleine schon so Technik und so angeht, und alles verändert sich in einer gewissen Art und Weise. Ich finde daran ja nur ganz spannend, und das ist das, was ich vorhin mal einleiten wollte, weil ich, guck mal, ich möchte das mal kurz betonen, auch wenn ich aus dieser Generation komme, mir ist schon klar, dass das Vier-Elemente-Ding ein Spielplatz, irgendwie ein Feld war, das man aufgebaut hat, um zu erklären, was da los ist. Ich habe viel mit Graffiti-Szenen in den letzten Jahren zu tun gehabt, wo ich auch einfach merke, dass das Da muss ich hier, hört nicht jeder Rap. Nein, tschüss. Also, übertrieben viele Techniker vor. Genau, das ist auch alles vollkommen egal. Aber es geht für mich immer um so eine Essenz, von der spreche ich immer, von so einem Mindset, das da drin steckt, wo mich denn trotzdem aber freue, dass auch ich in meinem Leben dadurch, ich meine, ich darf meinen ganzen Alltag damit beschäftigen, weil ich mich mit Hip-Hop anfange, was auseinanderzusetzen. Ich war vor ein paar Wochen in Rumänien. Ich arbeite jetzt mit SOS Kinderdörfer zusammen, habe an einem Standort in Rumänien mit Flüchtlingskindern aus der Ukraine, mit den Familien zusammen, mit einem Graffiti-Artist, ganz simpel, ein Piece an die Wand gemalt. Geil. Aber es war, glaubt mir, diese Kleinigkeiten, diesen Kindern anzusehen, die bestimmt irgendwas in ihrem Leben erlebt haben. Ja, ja. Was ich nicht erleben möchte in meinem Leben. Ja. Denen diese zwei Tage mit dem Workshop und mit denen da zu malen, das hat so viel, kriege ich jetzt Gänsehaut, weil ich da mir so viel gegeben. Ja, 100%. Und das alles nur wegen Kultur. Mhm. Und ist das, was du musikalisch machst, habe ich das Gefühl, auch immer schon so beladen, dass du irgendwie etwas mitgeben willst. Ja, Defi. Also ich glaube, das ist halt so voll unterbewusst eingepflanzt durch die Art und Weise, wie ich das halt beigebracht bekommen habe. So. Also ich setze mich jetzt nicht hin so und sage, ey, vier Elemente. Genau, ich muss den und den Gedankenansatz jetzt den Leuten beibringen. Nee, so. Nee. Auf keinen Fall. Das ist einfach, weil ich so aufgewachsen bin und das mitbekommen habe, so. Versuche ich das weiterzugeben. Und vor allem auch immer so dieses neben dem ganzen Glorifizieren halt auch andere Blickwinkel der gleichen Themen irgendwie aufzuzeigen, die das vielleicht noch mal ein bisschen kritischer beleuchten. So. Es fällt auch schon auf, dass du schon was sagen möchtest. Ja. Und mit deiner Musik mehr ausdrücken möchtest, als einfach nur, ich will ein geiler Rapper sein. Das, finde ich ehrlicherweise, zeichnet es dann auch mal aus. Mhm. Und wenn man jetzt mal Richtung Musikmarkt denkt und den Weg, den du gehst, und da gibt es so ein paar Punkte, wo ich jetzt zwei, drei Schlagwörter ansetzen. Das eine, was so ein bisschen auch aus der Recherche rausgekommen ist, bist nicht der Typ, der den Superhit sucht, sondern der kontinuierlich langen Kram machen möchte. Ja, definitiv. Du bist auch nicht derjenige, der irgendwie keine Botschaft in seine Songs bringen möchte, sondern der Leute irgendwie helfen möchte mit dem, was er da macht. Ja. Wann hast du für dich selber den Louvre gefunden, der du sein willst? War das von vornherein klar oder hat sich das ist ein Prozess gewesen. Ich kann dir nicht genau sagen, ab welchem Song. Also ich hatte schon
von Anfang an irgendwie den Anspruch, nicht nur so in die Fresse und Representer, Straßen, Graffiti-Rap so mäßig zu machen wie am Anfang. So, ich habe schon von Anfang an versucht, immer so mit No Face, No Name EP, da habe ich auch schon hier und da mal so Ausflüge irgendwie stiltechnisch gemacht und irgendwie versucht, mich auszuprobieren. Wir gehen hier runter gleich. Ja. Ich glaube, das war dann irgendwann so ein Prozess, dass ich mir dachte, ey, ich habe gar kein, mir ist halt, am Anfang ist mir das mies auf die Nerven gegangen mit dieser Graffiti-Rap-Schublade so, weil ich von viel mehr berichten kann. So, weißt du, ich erzähle ja nur, das war am Anfang halt irgendwie meine Motivation, darüber zu schreiben, so, weil es halt viel passiert ist, aber es sind auch viele andere Dinge passiert, über die ich dann schreiben wollte so. Und dann wollte ich es nicht mehr darauf limitieren, weil ich das Gefühl hatte, Leute haben dann nur noch darauf gewartet, dass ich irgendwann mal Chrom-Schwarz und Holka und im Schacht chillen rappe, so, weißt du? Und haben gar nicht versucht, irgendwie zwischen den Zeilen zu lesen, was ich noch sagen wollte. Und dann habe ich halt mir das irgendwann auch zur Aufgabe gemacht, halt gefühlt gar nicht mehr darüber zu rappen, damit die anderen Dinge halt irgendwie mehr zur Geltung kommen. Und ab dann habe ich das Gefühl gehabt, haben die Leute auch verstanden, dass ich deutlich sozialkritischer bin, als jetzt einfach nur, wie ich gerade schon meinte, so Representer-Rap zu machen, so. Und, ich gehe jetzt auch heute nicht ins Studio und sage, ey, was kann ich jetzt an der Welt verbessern oder auf welche Missstände will ich aufmerksam machen. Das sind alles so unterbewusste Faktoren, die mir auffallen, die ich sehe, die passieren und die ich dann einfach einfließen lasse und dann durch die Blickwinkel einfach versuche, irgendwie ein bisschen zugänglicher zu machen für die Hörer so. Und ja, ich glaube, ich würde vermuten, so mit Nix ist gut EP, Hamsterrad EP kam dann so langsam auf jeden Fall, also Hamsterrad ist ja komplett sozialkritisch, kam dann schon so auf jeden Fall auch dieser Schwung mit rein. So, Nix ist gut war noch sehr wütend. Hamsterrad war schon eher so eine Reflexion einfach. Und wann hast du dazu parallel Musikindustrie verstanden? Ja, so spätestens nach Hamsterrad-EP. So, da hat ich dann angefangen, mich auf. Also mit Nix ist gut-EP sind so die ersten Leute aufmerksam auf einen geworden. Man hat die ersten Gespräche geführt. Ich habe sehr lange Gespräche geführt. Mich versucht damit viel auseinanderzusetzen, weil ich auch aus den Staaten viel verfolgt habe, wo so das Mindset immer war, so ey, bleibt independent, gibt nichts an die Konzerne ab und so. Ja. Und ich aber natürlich auch mir dachte, Alter, wenn mir jemand hier eine Stange Geld bietet, so, ich will mit einem Haufen Scheiße aufhören, die ich machen muss. Um dieses, Leute vergessen ja auch, wie viel Geld Rap kostet für einen Artist, weißt du? Und das war halt eine sehr, oder es ist immer noch ein sehr undankbares Level, weil Leute sehen, wie du scheinst, aber die vergessen, dass du auch sehr viel Geld dafür ausgibst, damit es aussieht, dass du scheinst. So, weißt du, was ich meine? Und deswegen war das für mich zum Beispiel dann nach so, ich glaube, über einem Jahr Gesprächen halt mit einem Hauptgrund einfach, dass man so diese finanzielle Absicherung dann hatte, tatsächlich zu sein. So. Und das war jetzt nicht, weil ich mir dachte, boah, ich glaube, ab morgen bin ich Modus Mio auf 3 gelistet und werde die Streams des Jahrtausends einfahren. So, ich bin sehr selbstkritisch mit mir selber und weiß, ich bin nicht der Artist dafür, zumindest noch nicht, weißt du? Und wollte aber definitiv nächste Schritte machen, ein bisschen unabhängiger sein, irgendwie meine Miete davon bezahlen können. So. Und dann habe ich nach, mit der Hamsterrad-EP habe ich gesigned tatsächlich. Da kamen die ersten 2 Singles noch independent raus und später habe ich die ganze EP dann rübergeschoben. Ich mag dieses eine Zitat, dass die bittere Realität des Musikmarktes oder der Industrie oder der bisschen dem hinter dem Vertrag deutlich macht mit einer Definition davon, was 100k in der Musikindustrie bedeuten. Ja, nichts. Ja, wo dann am Ende 10k für dich überbleiben. Ja. Und das Bewusstsein darüber, dass da draußen Zahlen stehen mit, ich habe für X gezeigt, aber niemand genau weiß, was da drin steckt. Ja, die meisten Artists wissen nicht, was da drin steckt. Die stellen fest, 10.000 Euro, da haben die schon 50 verbraten, weißt du? Und so, ich zum Beispiel, das ist jetzt gerade bei mir starkes Thema, ich habe von Anfang an darauf geachtet, zurückzulegen und sogar ich habe jetzt Stress. Weißt du, so, also das wird mir jetzt nicht den Boden oder den Füßen wegreißen, aber so, selbst ich muss jetzt noch gucken, dass mit Finanzamt alles sich entspannt dribbelt. Ich habe schon 150 Mal in meinen Interviews gesagt, Finanzamt ist der größte Endgegner. 100% schlimmer als jeder Ticker, Dicker, von dem du dir auch was auf Kombi holst. Wir gehen darüber. Schlimmer als jeder. Finanzamt macht keine Gefangenen. Skrupellos. Und das muss man auch erstmal lernen. Und wenn du vom, das ist ja ein bisschen jetzt auch Klischee, aber wenn du vom Block kommst, du sagst es ja selber, dann bringt dir keiner bei, wie eine Steuererklärung funktioniert. Dann weißt du nicht, was Umsatzsteuer ist. Dann weißt du nicht, wann du was Das fickt auch. Todes. Und viele setzen sich damit auch auf den Arsch. Oder begeben sich wiederum in ganz andere dubiose Vertragsverhältnisse.
in ganz andere Vertragsverhältnisse mit Leuten, die sagen, ich kläre das für dich. Ja. Weißt du, und dann steckst du schon wieder, ist noch einer mit in der Kette drin, der verdient und sagt pipapo. Und ob der das dann so gewissenhaft für dich macht, wie er es dir verkauft, weiß ja auch keiner. Also das ist schon, da gibt es jede Menge Stolperfallen für junge Artists, die irgendwie frisch irgendwo sein und auch leider Gottes viele schmierige Leute, die versuchen, sich die Situation zu nutzen zu machen. Du bist jetzt ja ein paar Jahre dabei. Ja. Ne? Und es entwickelt sich ja gerade. Ja. Kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Aber du hast auch viel zugucken können. Ja. Sowohl in der eigenen Stadt, ich denke, da ist auch dann sowas, was Agro Berlin damals gebaut hat, hat ja das Kind in dir wahrscheinlich stark beeinflusst. Full. Ich wäre heute schlimmster Agro-Artist. 100%. Trauer, dass es die nicht mehr gibt, so mäßig, in meinen Augen, weißt du? Ja, genau. Das ist schon unsere Schule, definitiv. Und es ist ja auch full independent Mindset. Ja, ja. Safe, 100%. Und auf der anderen Seite dann aber auch in einer Zeit, in der du dich jetzt als Künstler größer machen kannst, in der diese ganze Industrie so aufgehitzt ist und dieser Markt so aufgehitzt ist. Ja, wie ja ich habe schon das Gefühl, dass wir uns gerade wieder in einer sehr schwierigen Phase befinden. Ja. So, ich weiß es nicht ganz, weil ich habe das damals nicht so gut miterlebt, aber so diese Bärscher-Raubkopierzeit war ja auch nicht geil für Rap. Nee. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade da sind, so ein bisschen. Nur auf einer anderen Ebene, weil so Rap ist schon irgendwie ist so sehr in aller Munde wie noch nie, habe ich das Gefühl. Ja. Aber ist so wenig wert wie noch nie auch zeitgleich. Und so ist nicht so, dass man kein Geld verdient, aber ich bin der Meinung, so man sollte eigentlich viel mehr mit der Kunst verdienen. Warum machst du 2022 ein Debütalbum, wenn du eigentlich weißt, dass dir eventuell bei Label jemand sagt, mach mal lieber 10 Singles als ja, ein Album? Ja, boah, mach mal erst eine Single, wenn sie auf TikTok viral gegangen ist, Alter. Das ist das Mindset der Industrie, ey. Ja. So ein Dreck. Nee, weil es einfach überfällig war. Es war einfach überfällig. Ich habe 5 EPs gemacht oder so. Leute haben auf ein Album gewartet, auch wenn ich jetzt noch nicht irgendwo schon durch die Decke gegangen bin im Vorfeld oder so, aber ich war einfach der Meinung, es muss eins kommen. Und Das finde ich deshalb so geil, weil du warst der Meinung, es muss eins kommen. Das heißt, deine Künstlerehre hat dich dazu gezwungen, ein Album zu machen. Ja. Das heißt, schon. Du bist alte Schule und nicht neue Schule. Ich hatte schon den Anspruch so. Und ich hätte auch voll gerne, ich würde mir so gerne die Zeit nehmen und ein richtiges Konzeptalbum, bam, bam, bam. Aber es ist so wertlos gerade. Ja. Es ist so wertlos. So, ich diskutiere mit meinem Management tagtäglich darüber, was die nächsten Schritte sind, weil der Künstler in einem will eigentlich so das nächste Konzeptding anfangen und der Geschäftsmann in einem sagt, das ist vollkommen dämlich. So, du musst jetzt eigentlich dann irgendwie gucken, was würde gerade gut funktionieren als Single und dann halt die Singles rausballern. Im besten Fall 8 Videos drehen zu einem 12-Song-Album. So, und ja. Aber das Mindset, was du dir über die Jahre aufgebaut hast, ist ja wie gemacht dafür. Mhm. Ehrlicherweise, das ist der ganze Spaziergang, den wir gemacht haben. Mhm. Aus Authentizität, du weißt, wo du herkommst, du weißt, wofür du stehst. Fußball als Disziplin, die dafür sorgt, dass du, egal ob es jetzt ein Fußballtrainingsplan ist oder ein Releaseplan, du weißt, was du einzuhalten hast. Naja, voll. Und Graffiti als die Hip-Hop-Lehre, die dafür sorgt, dass du einen Fick daraus gibst, was das Umfeld wurde, was Leute von dir denken. Ja. Das ist ja eigentlich das perfekte Dreigestirn, um daraus eine Karriere zu machen. Wenn es so ist, ich hoffe. Aber du hast ja auch gesagt, dass du eigentlich prepared bist, ne? Gerade, oder? Wie meinst du? Dass du genug Releases in der Hand hast, dass du produzierst. Ich sitze auf einem Haufen Musik. So. Ich bin jetzt gerade nicht so tätig wie jetzt vor einem halben Jahr, was Musik neu kreieren ist. Angeht, aber weil halt auch gerade sehr viel los ist. So, ich bin seit 2-3 Wochen durch den Film sehr eingespannt, bin noch 2-3 Wochen durch den Film sehr eingespannt. Davor kam das letzte Album raus, also das ist jetzt halt auch einfach gerade nicht die Zeit, um jetzt irgendwie die Woche 4 Sessions zu machen. Ich habe jetzt versucht, ich war vor kurzem in Köln, liebe Grüße an Lugatti und Nein, habe mit denen Jungs Session gemacht, so, da haben wir auch, ich glaube, in 2-3 Tagen haben wir 9 Songs oder so gemacht, das war auch Wahnsinn, das hat richtig Bock gemacht und versuche halt irgendwie so ein bisschen dann so eine Baustellen irgendwie abzuarbeiten, weil ich ja auch featuretechnisch eigentlich sehr dünn besetzt bin, so was meine Laufbahn angeht. So, und ich dann wenigstens irgendwie mit Jungs was machen will, die ich auch selber feier. Mit so. Und die, genau, und so, die habe ich eine Weile verfolgt. So, und wir waren alle so von dem Mindset, ey, das funktioniert nicht über Insta-DMs, sondern man muss sich mal die Hand geschüttelt haben. So, dann hat man sich mal auf Konzerten besucht, hat mal ein paar Wörter mehr gewechselt. So, und hat das ist geil, wie klassisch das alles so, war. Ey, voll, ja. Das ist mir extrem wichtig. Und so, wer mich verfolgt, weiß auch, ich werfe nicht mit Features um mir so. Und ich lege da sehr großen Wert drauf. Und ich will nicht einfach, so, es ist nicht so, dass nicht Leute mit mir auch hätten arbeiten wollen, die mir eine größere Treppe hätten bieten können. So, aber
fühle ich nicht. So, das muss passen. Egal wie groß, wie klein. So. Schützt du dir so auch ein kleines bisschen den Wert von, selbst wenn es nur eine Single ist, von dem einen Song, den du raushaust? Ja, definitiv. Also ich hab jetzt Songs zum Beispiel, die sind noch nicht draußen, aber wo mir sämtliche Leute, die ansatzweise industriebezogen arbeiten, sagen, ey, da musst du jemand draufholen, dann wird der Song groß. Und ich sag, warum? Der hat zwei Parts, der ist rund. So, weißt du, das ist ein fertiger Song. Ich finde, für mich ist der schöner, wenn da keiner drauf ist, so, weißt du, außer mir selber. So, das ist wahrscheinlich dann geschäftlich gesehen oder aus Management-Sicht dann halt die dümmere Entscheidung, aber das ist genauso wie jetzt bei Hinterm Block, ich mich mit Joker F gestritten habe, also nicht gestritten, so, es war ein sehr respektvoller Talk, aber ob jetzt auf die Hook Autotune und Melodyne raufkommt oder halt nicht, und ich sag, Bro, ich fühl's nicht, ich mag's, wie es ist, auch wenn ein paar Töne schief sind, so, aber das ist ein Vibe, den ich feier, und dann, wer hören will, soll hören, wer nicht hört, hört nicht. Und ist doch gar kein Problem, klickt weiter, geht den nächsten Song. YouTube ist voll mit Musik. Ja, am nächsten Freitag gibt es wieder 15. Ja, so, genau. Und trotzdem, der Song vereint aber dann herrlich, und das ist ja auch das Schöne an der Geschichte, die wir heute gemacht haben, es vereint ja dann sowohl die Musik als auch die Filmkarriere gerade, ne? Ja, voll. Absolut. Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns mal, ich will nicht die Hausnummer filmen. Ja. Aber sobald einer rauskommt, wir müssen uns reinklingeln oder halt warten. Einfach sobald einer rauskommt, mal Fuß in die Tür machen, dann gehen wir hoch, hätte ich gesagt. Machen wir. Aber genau. nicht die Hausnummer filmen. Ja, genau, so die Leute haben jetzt schon eigentlich genug gesehen. Ja. Nicht. Ey, fahren Sie raus, nein, kann ich einpennen. Auf Autobahn rauf, Schilder sind blau, Girls go to mein Pape. Weißt du, ich liebe ja sowas, ne? Und wie selbstverständlich du den Weg hier kennst, finde ich auch gut. Ja, also wir hätten noch auf ein paar andere Dächer gehen können, aber der wäre dann so über so Baugerüst oder Schloss aufmachen und sowas. Deswegen, das ist immer hier das Entspannteste. Das ist auch so das Sommerdach so ein bisschen. Hier trifft man sich, sagst du? Ja, so. Mal gucken, ob ich noch hier hingehe jetzt nach dem Film, aber... Ja, ja, mal gucken. So, hier sitzt noch... Das kann echt passieren, ne? Ey, voll, voll. Deswegen meinte ich so, lass nicht Hausnummer filmen. So jetzt, was wir gezeigt haben, ist eigentlich schon zu viel. Jetzt, wer wirklich will, der findet. Aber so, man trifft ja auch manchmal Leute, die in dem Haus wohnen. Die sitzen dann hier mit Weinflasche, so auf entspannt. Also, es kommt hier schon öfter vor. So. Was für ein Gefühl hast du, wenn du oben stehst und auf dein Viertel guckst? Ist schon deutlich weniger bedrückend, als wenn du jetzt unten bist. So. Ich sag auch immer, hier am Block unten wohnen ist noch viel schlimmer. Weil zum Beispiel, ich wohne 10. Stock so, und du hast wenigstens einen Ausblick. Ja. Und es hat ja auch so, so eine gewisse eigene Romantik, finde ich so. Und vor allen Dingen, das ist, also ich bin gerne auf der ganzen Welt unterwegs, ja. an den Orten, wo man die Menschen trifft. Mhm. Und ich, deswegen sehe ich das vielleicht auch immer mit dem Blick der Ehrlichkeit, die ich hier hundertprozentig sehe, aber natürlich auch mit den Abgründen, die da drin stecken, die man nicht unterschätzen darf. Ja, ja. Und ich glaube, ob du nun willst oder nicht, du bist so ein kleines bisschen Reporter für das, was hier passiert. Ja, ja, voll, voll. Deswegen, mir fällt es so schwer, es ist eigentlich die schöne Seite des Blogs. Wenn du oben bist, dann siehst du die schönen Seiten vom Viertel so mäßig. Ja. Aber es fällt einem schwer zu sagen, von hier oben ist schön, weil du dann wieder so denkst, boah, ich kann es auch nicht alles zu gut reden mäßig. Ne? Also, so, aber das sind dann schon die Orte, wo du dann, weiß ich nicht, an einem entspannten Sommerabend dann halt mit den Jungs bist, sitzt, so deine paar Stunden Zeit verbringst, Musik hörst, so... Ein, zwei rauchsmäßig und dann halt abhängst so. Kommt natürlich auch mit den Jahren immer weniger vor so, aber das ist so unser Spot auf jeden Fall hier gewesen. Jetzt ist das ja dann ein bisschen der Ort, an dem so zwei Dinge zusammenkommen. Genau das, was du sagst, hier einfach abhängen und so ein bisschen Gropio statt sein. Mhm. Und auf der anderen Seite Ort für einen Film, der die Stadt, Gropio Stadt in die Welt bringt. Mhm. Hoffentlich so groß wie möglich und so erfolgreich wie möglich. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, es hat Potenzial, ja. Und damit dann irgendwie aber auch, inklusive dem Video, also dem Song, den du dazu gemacht hast, ja auch vielleicht sowas wie ein Drehangel, also ein Ort, wo sich deine Karriere nochmal in eine andere Richtung bewegen kann. Ist dir das bewusst? Nee, unterbewusst vielleicht so, also aus Versehen dann. Mäßig. Aber du hast nicht irgendwo, du wirst doch bestimmt schon mal mit Leuten Flipchart-mäßig in irgendeinem Büro schon mal aufgemalt, was jetzt mit... VÖ von Film, alles aus deiner Karriere die nächsten 3 Jahre passieren kann. Glaubst du mir? Ich nicht. Also ich bin komplett, ich versuche mich mies zu erden und habe null diese Ansätze, so boah, dieser Film wird alles verändern. So. Natürlich kommen Leute auf mich zu und sagen, boah, jetzt geht's los. Oder mit meinem Management habe ich den gleichen Talk so, ja. Die auch sagt, so boah, jetzt endlich und...
was weiß ich nicht, was alles passieren soll und so. Aber ich bin da komplett so, das ist jetzt eine schöne Zeit, die man mitnimmt so. Und was danach passiert, werden wir mal gucken. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt von hier jetzt der Kickstart losgeht. So. Du spielst ja auch nicht die Hauptrolle, du spielst eine. So, ich spiele eine der Hauptrollen, aber so, es geht primär um vier heranwachsende Jungs. So, und die stehen im Spotlight von dem Film. So, ich habe da meine Rolle nebenbei, so, bin der große Bruder von der Hauptrolle des Films. Ja. So, und tauch mehrmals auf. Ich habe schon so meine Szenen und komme da zur Geltung. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, nur weil ich jetzt einmal Berlinale über den Teppich gelaufen bin, ich bin's jetzt. So, weißt du, wie viele Nachrichten ich bekomme, boah, jetzt hast du es endlich geschafft. Und ich denke mir so, Bro, wenn aber du meinen Kontostand kennen würdest, ich habe nichts geschafft. Ja, so. Aber die Nachrichten kamen hier aus dem 16. wahrscheinlich. Safe. Na, was ich zu dir meinte, du gibst ja, also man ist ja auch ein bisschen Teil des Jobs, nach außen hin das alles so gut wie möglich darzustellen. So, man will ja scheinen, so was ich gerade meinte. Ja. Und die Leute sehen ja auch nur, was du denen gibst. Ich gebe denen ja nicht meine gelben Briefe in meine Story und so. Weißt du, was ich meine? So, das ist so, die sehen ja nicht die Schattenseiten, also Schattenseiten, aber die sehen ja nicht so die ganzen Negativpunkte vielleicht oder Sachen, Laster, die man mit sich rumschleppt und so. Und dann erscheint sowas schon manchmal größer, als es ist. So, also ich habe auch so viele Kumpels getroffen, die dann meinten, oh boah, jetzt und Bruder, du hast es geschafft und so. Und ich denke, boah, geschafft habe ich es noch lange nicht. So, ich war auf gutem Weg, safe. Ich bin sehr dankbar dafür, wo ich bin. Und ich glaube, man hat schon was auf die Beine gestellt. Aber dass man jetzt sagt, so, was kostet Haus vor Berlin so, das ist noch alles sehr, sehr weit weg. So. Oder das ist, ich sehe mich jetzt nicht so, dass ich denke, so, boah, das wird jetzt alles mies verändern. Ich glaube, es kann was verändern. Es kann mich irgendwie auf eine Karte bringen, in einem ganz neuen Berufsfeld, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. So. Aber da kannst du kannst von nichts ausgehen. Und deswegen, ich bin lieber einer, der auch, es gab 3 Castingrunden und nach der Einladung zum Casting war schon mein Management, oh, boah, und so. Aber du musstest durch die sehr emotionale Dame. Ja, genau. Und dann, sie war auch so, meine Managerin sieht so Astro-Shit drin und so, weißt, so manifestieren und so 1000-mal aufschreiben und so eine Sache und sagt so, nein, ich habe das schon geklärt und so, das wird alles klappen und so. Ich war jedes Mal nach jeder Casting und ich war so, ja, lief gut, aber ich gehe nicht davon aus, dass es klappt, weil da sprechen 1000 Leute vor für diese Rolle. So alleine aus meinem Umfeld haben mehrere Leute für die gleiche Rolle vorgesprochen und wir waren einfach nur so, ey, alles ist cool, solange einer aus dem Block das macht, weißt du? Und nach jeder Runde war ich so, bah, das klappt eh nicht. Scheiße, wenn es klappt, Bombe. So, ich freue mich mies, aber ich gehe nicht davon aus. So. Und ja, so am Ende hatte ich das Glück, hat geklappt. Man hat sich gefreut, man hat es mitgenommen. So, war sehr geile Erfahrung. Ich hoffe, man kann es öfter machen, aber mal gucken, was daraus wird. So. Ich weiß, du planst das, oder sie, aber kleiner Ausblick. Lieber größer mit Mucke oder lieber größer mit Schauspiel? Kann ich noch gar nicht beurteilen, weil ich viel mehr Mucke gemacht habe als Schauspiel. So, ich habe jetzt einmal rein. Ja, aber das einmal so einmal gekostet. Also ich gehe davon aus, das Catering ist beim Film besser als bei der Musik. Du hast schon, also das Problem beim Schauspiel ist ja, du hast keine Konstanz in den Jobs, wenn du jetzt nicht der Größte bist. So, wenn du jetzt nicht, glaube ich, so Frederik Lau, Elias Mbarek, Kida, so, dann. Ja. Dann wird es ein Struggle. Dann wird es schon hart, so, weißt du. Ich habe ja auch ein paar Schauspieler kennengelernt und man hat schon jetzt nicht, die sind jetzt nicht alle mit dem 7er BMW vorgefahren, so, weißt du. Und ich glaube, dass für mich persönlich so dieser Mix das am Ende machen wird. So, ich habe Bock, beides zu machen. So, ich habe auch die Hoffnung, das irgendwie mehr machen zu können. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt sagen würde, so, boah, ich will jetzt nur noch Schauspieler, ich will nur noch Musik machen. Und es hat halt so, bei Musik stecke ich halt viel mehr drin, habe viel mehr Ertrag dadurch. Weil auch da ist wieder, die Leute sehen dich bundesweit, Deutschland, Österreich, Schweiz auf der Leinwand. Aber was am Ende dabei, außer dass du da bist, für dich selber privat in Thalern rübergekommen ist, so, das sind 2 ganz verschiedene Paar Schuhe. So, weißt du, was ich meine? Das ist so, man nimmt es bereitwillig mit, weil das ja auch für eine Chance ist und eine Bühne, sich zu zeigen. Und so kleine Produktionen wie bei dem Film, also der Film ist mit sehr viel Fördergeld auf die Beine gestellt worden und nicht, weil da irgendein Konzern jetzt Abermillionen reingepumpt hat, so, nimmt man das mit dem Bewusstsein und hat da Bock drauf. Und auch, weil es die Story aus der Hood ist, aber du bist jetzt nicht, also ich glaube, wenn du eine Hauptrolle hast und da 60 Tage am Set bist, so, dann hast du was davon. Aber wenn du jetzt so wie ich so eine Woche da ans Set gehst, so, deine paar Szenen abspielst, so, und nicht jeden Tag gebraucht wirst, so, dann ist es halt auch einfach nur, es ist halt mal ein cooles, alles wie ein guter Gig. So kann man es vergleichen. Es ist wie, eigentlich ist es wie ein Gig, ein Festival-Gig. So, ein guter Festival-Gig.
Und davon brauchst du schon, jemand, der von Musik planen hat, davon brauchst du schon ein paar im Jahr, wenn du halt gut leben willst, so, weißt du? Aber das Gute ist ja, weil du es eben angesprochen hast, Haus am Stadtrand wäre in diesem Fall in Sichtweite. Ja, also so, das Ding ist, ich habe es in Deutschland schon abgeschrieben. Ja? Ja, weil es einfach im Ausland, ich will eigentlich im Süden irgendwie, so ich werde eine ganze Weile noch hier bleiben und ich werde auch immer hier, also ich werde immer, ich habe mir geschworen, ich werde meine Wohnung nicht aufgeben mäßig so, die wird immer bei, in meiner Hand bleiben so. Aber ich halte es für unrealistisch, sich hier um im Berliner Umland irgendwas kaufen zu können. Es ist zu teuer alles und du kriegst für das gleiche Geld einfach im Süden viel, viel mehr Lebensqualität. So, und mir geht auch so dieses deutsche Mindset ein bisschen auf die Nerven. So. Ich bin schon, ich hatte jetzt das Glück, ich habe sehr viel von meinem Verdienten in so Reisen und sowas investiert, so, weil das immer so eine Sache war, die ich gerne machen wollte. So. Ja. Und habe mir sehr viel angucken können, also für meine Verhältnisse sehr viel. Und das war auf jeden Fall so meine Erkenntnis, dass ich mir dachte, so, boah, kommst dann hier nach so 3 Wochen Urlaub, kommst du wieder und erste Situation an der Kauflandkasse oder so, gibt es schon wieder so den Rest, dass du denkst, okay, Alter, was mache ich eigentlich hier so, so mäßig? Man liebt es ja aber auch irgendwo, ja. Ne? Ist so ein Zwiespalt. So, deswegen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wo es mit mir hingeht. So, ich würde jetzt auch nicht Nein sagen zum Haus irgendwie vor Berlin oder auch hier irgendwo, ja. Aber so, wenn ich an ein Haus denke, dann will ich irgendwas, ich denke an irgendwas, wo der Nachbar nicht reingucken kann. Das heißt, die Siedlung da zum Beispiel ist schon mal gar nicht der Fall, so, ja. Weißt du? Und Strandanbindung wäre nicht schlecht. Ey, ich liebe das Meer, ne? Ja. Also auch, obwohl ich Berliner bin, aber ich liebe das Meer so. Und das wär, ist dann schon auch so eine Sache, wo ich irgendwie hin will mal irgendwann. Ich habe gehört, Portugal ist eine ganz schön große Kolonie langsam am Wachsen. Ist tatsächlich auf meiner Karte. Ich hab so 3-4 Länder, so, wo ich hinschiele, so, die ich mir auch alle noch ein bisschen genauer angucken will, so. Und dann mal gucken. Also generell erst mal gucken, wo es überhaupt mit einem hingeht. Man, vielleicht muss ich in 4 Jahren wieder Geld beantragen. Also ich keine glaub, Ahnung, man kann von nichts ausgehen. Ja, ich glaube aber nicht und ich glaube, wir sehen uns wieder. Nee, hoffentlich. In Musik oder Film. Hoffentlich, war mir hoffentlich. Mir auch. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Nico. Danke.